Recht herzlich willkommen zur 14. Folge von Oxygen Not Included. Ja, wir haben letztes Mal hier den Bird einmal oben zugewiesen. Warte mal, Fertigkeiten. Da wollen wir nochmal reingucken. Der Bird, der hatte nämlich eigentlich das Hausmeister-Klempnerei. Das ist, glaube ich, besser, dass der die... Ach, da ist ja auch schon Klempner. Okay. Ich war jetzt der Meinung, weil wir hier schon Meisterkoch hatten... Oder einen besseren Koch. Klempnerei, aufräumen. Aber aufräumen ist besser, also wie Krallen. Das machen wir schon. Das lassen wir mal so. Alle anderen sind schon geklärt. Und dann müssen wir noch nach dem Ding ins Wasser gucken. Unbedingt sanitär. Mit den Rohren. Hier war ja eine Verstopfung. Und, warte mal. Wenn es weiß ist, kommt's rein. Das passt also. Und dann geht's raus. Also ist das richtig. Jetzt müssen wir hier nur gucken, dass die da hinkommen. Ne? Kommen sie aber, oder? Ja, sollte so sein. Prio, ist die hoch hier bei den Rohren? Nein, sind sie nicht. Das haben wir wohl nicht gemacht. Das muss jetzt mal ganz schnell passieren hier, dass die Prio da hochkommt. Sonst klappt das nämlich nicht. Dann wird das ja auch nicht besser. Toilette haben wir zurzeit nur das Plumpsklo. Das wird schon aber eng. Ich weiß nicht, ob das hier noch funktioniert. Okay. Ja, ist ganz easy going, ne? Die anderen kommen aber gerade aus der Nacht. Und machen sofort hier los, das ist ja schon mal cool. Die sind schon mal beide happy. Und jetzt können wir sofort sehen, dass die Sanitäranlage läuft, oder nicht? Sehen wir jetzt. Jetzt macht das letzte Rohr aber auch noch schnell fertig. Nein, das kann es nicht sein, oder? Oder? Kommt da einer? Nee, kommt keiner. Aber da kommt er schon. So, jetzt bin ich gespannt. Geliefert, aber nicht gebaut. Na, super. Wie sieht's denn aus, wo es da hingeht? Da, okay. Okay, was ist passiert jetzt hier? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein, ne? So, jetzt wird das letzte Rohr gepackt und jetzt läuft's wieder? Nee, doch, jetzt läuft's wieder. Alles klar, dann ist okay. Gut, Abwasser läuft. Toiletten können wieder benutzt werden. Was ist hier? Da fehlt's Wasser drin. Ah, ist auch schon erledigt. Alles ist gut. So, wie geht's weiter? Essen? Immer noch ein Problem. Forschung abgeschlossen. Intelligente Batterie ist schon länger. Ja, haben wir eine Forschung angestoßen. Das ist die nächste Frage. Ja, haben wir. Gut, alles klar. Hier unten geht's voran, oder? Nur sauerstoffmäßig sind wir da gerade ein bisschen schlecht unterwegs. Kupfer haben wir wieder. Fehlte wohl schon mal, ne? Und hier muss ja auch noch repariert werden. Das war ja noch der Umbau, ne? So hat er sich selber den Boden unter den Füßen weggezogen. So, das bedeutet, wir brauchen... Sorry, die Erkältung ist immer noch da. Wird langsam besser, aber... Nicht so wirklich, ne? So, das war das. Was müssen wir jetzt hier gucken? Wie läuft's Wasser? Die Pumpe war hier unten und die war defekt. Wie wollten wir das hier machen? Ich weiß es nicht mehr. Das Teil sollte hier unten hin? Glaube ja, ne? Das war der Gedanke, oder? Schon lang, lang ist her, ne? Die Lüftung ist da jetzt gefragt. Das Wasser ist schon mal okay. Die Lüftung war das Problem. Wir wollten da was ändern, aber was? Die Pumpe war hier unten, die soll aber da oben hin. So war der Gedanke. Genau. So, Pumpe kommt da oben hin. Und? Die Leiter ist da voll an der falschen Stelle, ne? Das Ding können wir zerlegen. Und das können wir auch zerlegen. Pumpe muss da hin. Kann da auch hin. Wegen der Schleuse passt das auch. Okay, die sind da und bauen da ab. Das ist schon mal gut so. So. Die Pumpe braucht Strom erstmal. Ja, voll überlastet hier.
Ich sitze aber erstmal so. Das hier unten passt doch auch nicht dann, oder? Das Teil braucht 4 Plätze, wo steht. Hier unten sind nur 3. Schleuse an der falschen Stelle gebaut, oder wie sehe ich das? Boah, der braucht aber lange, das abzubauen, oder? So, das heißt, wir bauen da unten nochmal um. Graben? Ne, nicht graben. Abbruch. Zerlegen. Das zerlegen wir und das zerlegen wir auch. Prio hoch auf 9. Dann kommt die Schleuse da wieder hin, aber gedreht. Und ich baue jetzt einer auch schnell die Schleuse ab. Ja. Die kommt da hin. Und da kommt schnell eine Mauer hin. Ein Ziegel. Fertig. Prio setzen noch. Haben wir wieder nicht gemacht. Läuft. Wenn das dann fertig ist, muss dieses Teil abgebaut werden. Und das Teil finden wir hier, oder? Da ist er, der soll dann dahin. Warum passt der da jetzt nicht hin? Weil da unten das fehlt, oder was? Das zerlegen. Das zerlegen. Pumpe anschließen noch. Lüftung. Muss dahin. Und muss dahin. Abbruch. Das war falsch. Das zerlegen. Das zerlegen, das zerlegen, das, das und das auch zerlegen. Und das musste angeschlossen werden und kann das jetzt schon hin? Ja, der Boden ist fertig, sollte jetzt funktionieren in der Hoffnung, dass es jetzt geht. Warum geht es nicht? Das ist die Frage. Wegen der Leiter hier. Gut. Weitere Anschlüsse noch für Pumpe. So, Pumpe kommt dann dahin, passt. Ich weiß jetzt nicht, wo das Teil hinkommt. Strom und jetzt auf ein neues, jetzt muss es gehen. Tut's auch. So, Leitung, Strom. Ist jetzt überlastet. Und zerlegen. Tja, ich glaube, da machen wir das anders, oder? Oder ist es Strom nicht zerlegen? Ne, dann machen wir nochmal abbrechen hier. Wie funktioniert er denn? Er braucht doch Strom, ne, oder? Lüftung haben wir jetzt hier den Kanisterentleerer. Den brauchen wir auch. Und Entschuldigung. Eigendistille, Ethanol-Distille und Flüssigkeitsfilter haben wir jetzt. So, jetzt müssen wir aber unbedingt erstmal hier Forschung weitermachen. Zoomen wir gerade raus. Erste Stufe ist komplett fertig, zweite Stufe nicht ganz. Dann macht das erstmal, damit die zweite Stufe geschafft ist. So, jetzt geht's hier definitiv weiter. So, die Pumpe pumpt. Und Lüftung muss noch da unten angeschlossen werden. So, das Teil muss noch nach da, oder? Und das Teil nach da.
Ist das so richtig? Ich hoffe es. Und was ist gefiltert? Wasserstoff, passt. So, dann Lüftungsrohr nochmal angucken. Ist aber soweit fertig. Und jetzt müssen wir hier wieder die Prio hochziehen. Was ist hier noch? Achso, da haben wir wahrscheinlich wieder was gesagt. Was wir gleich schon wieder bereuen, ne? Oder? Nee. Strom ist okay. Entschuldigung. Strom läuft. So, jetzt korken wir gleich wieder den ganzen hier. So. Ich weiß nicht, ob die da überhaupt herkommen. Aber der ist ja da hingekommen. Das heißt, die müssen da eigentlich herkommen. Lass das erstmal so, wie es ist. Weil so funktioniert es ja auch. Ist nicht schick, aber funktioniert. So, jetzt läuft auch unser Strom wieder, ne? Lüftung. Ah, einmal Sauerstoff da reingekommen, das ist schlecht. Und da auch nochmal was. Wieso kommt da jetzt Kohlendioxid mit rein? CO2. Und warum läuft das da gerade zurück? Ja, jetzt läuft es da richtig rum. Warum lief da jetzt der Sauerstoff zurück? Hä? Hier passt irgendwas nicht. Was passt denn da nicht? Hallo? Zerleg das Ding. Das bringt mir nichts, so wie er jetzt gerade funktioniert. So. Zerleg das auch. Irgendwie ist es dahinter gewesen, kann das sein? Hasan, geh mal gerade an der Seite, ich muss ans Rohr. Hasan, kannst du mal einmal an der Seite gehen? Zerlegen, so. Lüftung. Gasfilter. Hinbauen. Der muss da unten nämlich ständig repariert werden, weil der jetzt gerade, ne? Permanent kaputt geht. Kommt nämlich die Luft von hier oben die ganze Zeit. Ja, das ist ja wieder super gelaufen, ne? Das Teil können wir gleich wegschmeißen da unten. Ah, jetzt hat es geklappt, dass er auf jeden Fall kaputt ist. So, jetzt ist das so richtig, oder? Ja. So. Dann Lüftungsanschlüsse. Der dahin. Und der dahin. Prio hoch. Weil wieder nicht gemacht. Und wir müssen gleich sofort den Filter einstellen. Wasserstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Schon übersehen, oder was? Da ist er. So, das läuft erstmal. Lüftung ist angeschlossen. Oder? Ich hoffe, jetzt funktioniert's. Wir haben nichts zu essen mehr. Doch, 4-2. Forschung wieder abgeschlossen. Ist das so? Oder war das aus Versehen? 20 von 20 abgeschlossen. So, dann weiter gucken. Ah, hier, das Deko. Die wollen wir jetzt mal machen, damit er da irgendwann dekorieren kann, der gute Mann. So, das läuft jetzt. Wollen wir auch hoffen, richtig. Reingucken. So, jetzt läuft das richtig. So, sorry. Und das läuft auch gut.
Wasserstoff wird zu Strom. Das funktioniert. Wir haben hier die Technik gerade. Ne? So, jetzt müssen wir uns dann Sensoren irgendwann mal drum kümmern. Aber jetzt ist das hier erstmal geklärt. Wir haben Schleuse zu. Wir haben, dass das erstmal funktioniert. Das ist erstmal gut. Hier wird schon der ganze Sauerstoff rausgeholt und auch Wasserstoff. Jetzt muss man noch gucken, wie es weitergeht. Schmutziges Wasser kommt hier rein. Und ja, das müssen wir dann irgendwann auch aufarbeiten. Und hier haben wir ja noch irgendwie so ganz schmutzigen Sauerstoff. Da müssen wir auch dran arbeiten. So. Naja, aber hier haben wir wieder was. Gucken wir erstmal hier rein. Was haben wir hier? Erde. Ich brauche jetzt keine Erde. Der kann nicht bauen. Kann dafür super Maschinen bedienen. Der kann nicht angreifen. Kann auch Maschinen bedienen. Der ist schnell. Der ist ein Nachtschichtler. Das wäre doch mal noch interessant, einen Nachtschichtler zu haben. Dann haben wir noch Arbeit, während die anderen schlafen. Das ist machbar. So, dann da noch schnell mal rein. Und hier. Und diese Person kann dann die Pflanzenpflege weiter betreiben. Kriegt auch schon den nächsten Hut dafür. Und die neue kriegt halt das verbesserte Basteln, ne? Und kriegt da auch schon Hut für. Passt. Jetzt müssen wir nur gucken, dass die noch ein Bett kriegt, ne? Ja. Buddeln, graben. Mal gerade auf 9 und hier was wegmachen. Möbel. Bett daneben. Machen wir so. Und ja, Prio haben wir da auch nicht gesetzt. Da haben wir gerade auf 9. Läuft da. Und da können wir dann auch eine Decke ziehen. Bis dahin. Wird nur schwierig, das zu machen, wahrscheinlich. Da haben wir Schleim mit Dingens. Da müssen wir also aufpassen. Das heißt, da zaubern wir definitiv das so hin. Und reißen das hier gerade wieder weg, was wir da falsch gebaut haben. Passt. So, Bett ist da. Das ist schon mal cool. So, das bedeutet, das funktioniert, oder? Haben wir hier was falsch gebaut gehabt? Ich glaube ja, ne? Oh, hier oben fehlt noch was. Oh, da können wir auf jeden Fall was pflanzen. Pflanzen. Und pflanzen. Darüber müssen wir noch was abreißen dann. Machen wir so, ne? Hier oben haben wir ein Bad. Nicht ein Bad. Da haben wir ein Dingens. Wie heißt es? Eine Krankenstation. Das läuft alles soweit. Hier würde ich jetzt das dann noch wegnehmen wollen. Und vorsichtshalber würde ich hier noch ein Dingens hinbauen. Weil dann will ich das Wasser da rausholen. Nee. Abbrechen. Graben. Kommt der da hin oder die? Wahrscheinlich nicht, ne? Zack, Leiter gebaut. Da oben. Mhm. Komm, machen wir besser da. Können wir das wegreißen? Oh, da läuft einer da unten lang jetzt. Weil es nicht anders ging, oder was? Das war jetzt nicht so das wirkliche Ziel, oder? So. Da lief gerade die Pumpe, ne?
Wo pumpen die Pumpe das Wasser hin? Ach so, okay, das haben wir da abgeschlossen, alles klar. Dann passt das ja noch. Okay, dann holen wir das Wasser da hinunter. So, wie sieht's denn überhaupt so aus hier? Oh, hier haben wir was. Ein Kaltdampfschlot. Und Wasser bei 65 Grad. Okay, das nicht so ganz so doll. Aber hier hinten ist es schon mal nur noch 56. Also das kriegen wir noch hin. Das Schlechte, was ist... Ach ne, Bakterien mal gucken gerade hier. Oh, das geht aber. Das bedeutet, da können wir das verbinden und dann kriegen wir unser Wasser hier auch warm. Hm. Oder kalt. So, wie sieht's denn unten aus? Hier haben wir Erdgas mit so einem Schlot. Okay. Und hier müssen wir mal eine Schleuse hinbauen, ne? Kann das sein, dass das unser größtes Problem ist? Dass wir deswegen hier so dreckige Luft haben. Hier ist aber Chlorgas. Woher das kommt, weiß ich auch noch nicht. Das muss hier irgendwo herkommen. Aber das kriegen wir auch bereinigt, ne? So, da muss einer reparieren gehen. Geht das dahin überhaupt? Das ist jetzt die Frage, ne? Da geht's nicht. Das bedeutet, wir machen das da. Dieses Teil zerlegen wir. Das brechen wir nochmal ab. Und machen da die Leiter hin. Ach, da will er keine Leiter hin machen. Okay. Der geht aber dahin. So, nochmal das Ganze. Hier hätte ich gerne noch die Leiter. Und da würde ich zumachen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, weiß ich auch nicht. Dann geht aber die Luft da hoch, oder? Klappt schon. Jetzt wäre noch die Frage, ob das Ding nicht besser da oben sitzen würde. Egal. Lassen wir so. Aber wir machen jetzt erstmal hier eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ja, wir sind soweit. Gut, ihr habt bestimmt ein Abo. Ihr gebt der Folge natürlich einen Daumen hoch. Ihr macht Kommentare und dann macht ihr euch noch die Glocke an, damit ihr Infos kriegt, wenn ich was hochlade. Hier schwappt gerade das Wasser durch. Sehr interessant zu sehen. Okay, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Alles klar, bis dann. Tschüss.